Das kann nur einer. Unser Netman. Guten Morgen, Willi Asan. Schönen guten Morgen. Dass es schwer wird, war mir klar. Dass es jedoch so schwer wird, überrascht mich dann doch. Soweit Ottmar Hitzfeld bei seinem Statement nach der 0:3 Niederlage der Bayern in Nürnberg. Und das bringt uns zu unserer Frage der Woche. Wenn es denn mal so kommt, man kann sich's gar nicht vorstellen, oder? Ja, eigentlich nicht. Er hat ja sehr viel gesehen in der Bundesliga. 15 Jahre sitzt er auf der Bank des SC Freiburg. Willi Asan hat tiefgehende Informationen darüber. Somit ist der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach, Jos Luhukay, der große Gewinner des Spieltags. Und die Statistik sieht hier die Jungs von der Weser klar vorne. 3 dieser 5 Partien, die konnten die Werderaner gewinnen. Ein Sieg ging auf das Konto der Bayern. Auch international ist dies eine sehr begehrte Partie. 93 Länder haben sich akkreditiert und angemeldet, dieses Spiel live zu übertragen. Darunter Japan, China und auch die USA. Willi. Denn gestern gegen Dortmund war er wieder mal zweikampfstärkster Mann auf dem Platz. 77% seiner Duelle hat er gewonnen. Und da habe ich mir einen Spruch von Horst Rubisch rausgesucht, der da einfach mal gesagt hat, den mache ich rein, in ihm sein Tor. Wenn Sie das jetzt nicht ganz verstanden haben, macht gar nichts. Hauptsache die Gelsenkirchen haben es verstanden und lassen es heute im Kasten von Fenerbahce Istanbul mal so richtig krachen. Das war's von mir, bis morgen. Tschüss.